Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von der digitalen Späteschau anlässlich Halloween. Also mein Halloween-Spiel aller Zeiten ist Eternal Darkness von Silicon Knights. Wer sich die Folge am 1. November anschaut, beziehungsweise am 31. Oktober, das Spiel wird jetzt genau 10 Jahre alt, das heißt, es hat wirklich schon viel Staub am Buckel. Wenn man es jetzt noch spielt, ist gar nicht so schlimm, man kann es auch in der Wii spielen. Es macht Spaß, man ist in der Haut von Alexandra Räubers, die schaut ein bisschen aus wie Buffy und läuft durch ein Gemäuer, ihr Opa ist tot und sie versucht herauszufinden, warum er gestorben ist und findet ganz fürchterliches, uralte Götter, die versuchen auf die Erde zurückzukommen und das Leben, beziehungsweise die Leben von ganz vielen Leuten bestimmt haben, indem sie eingegriffen haben, zum Beispiel von einem römischen Centurio, der wird ganz am Anfang schon vom Bösen besessen. Und dann später gibt es auch noch eine Sklavin in Kambodscha, ein Archäologe, ein Feuerwehrmann. Für die meisten geht das leider nicht ganz so gut aus. Man spielt immer diese Episoden aus dem Leben dieser Leute. Und meistens sind es die letzten Episoden aus dem Leben dieser Leute, weil sie springen dann über die Klinge oder werden geopfert oder es ist ganz schlimm. Ganz fürchterlich cool sind die Soundeffekte, weil die Atmosphäre, die im Spiel erzeugt wird, macht auch heute noch Spaß. Ich habe es gestern in der Redaktion angezockt, damit ich Videomaterial für diesen Beitrag jetzt habe. Und ich habe mich wirklich ein bisschen angepieselt, also ganz leise und still und heimlich, hat keiner gemerkt. Aber die Grafik kann natürlich nicht mehr ganz so mit. Aber es macht wirklich viel Spaß. Und das Coole damals war, es gibt so eine Anzeige, die Sanity-Anzeige, das ist die geistige Gesundheit. Und wenn die runtergeht, wenn man in der Gegenwart von Monstern ist, dann geht die runter. Und dann passt sich das Spiel quasi an und du wirst überrascht mit Schreckmomenten, zum Beispiel, dass du deinen Controller nicht mehr betätigen kannst, dass das Spiel schreibt, alle Sachen werden gelöscht. Eine coole Idee, Nintendo hat sich das auch patentieren lassen. Für einen möglichen zweiten Teil, den wird es vermutlich nicht geben, weil Silicon Knights hat zwar ewig lang rumprobiert, wie jetzt rausgekommen ist, ist auch das Spiel X-Men Destiny deshalb so schlecht geworden angeblich, weil Silicon Knights die ganze Zeit versucht hat, einen zweiten Teil von Eternal Darkness im Heimlichen zu programmieren und auch das ganze Geld, das sie bekommen haben, da reingesteckt haben, anstatt in andere Spiele, die sie eigentlich machen hätten müssen. Und ja, ist leider alles nichts geworden. Jetzt hat Silicon Knights angeblich nur mehr 5 Leute, Dennis Dyack und 4 andere. Vermutlich die Fantastischen 4, aber die werden das auch nicht retten können. Ich für meinen Teil liebe dieses Spiel, ich spiele es total gerne. Ich werde es heute auch wieder einwerfen und mich dann wieder ankacken, um das mal so zu sagen. Während sich sozialere Kaliber mutig und mit den Worten Süßigkeiten oder Streiche von Haus zu Haus wagen, verbringe ich mein Halloween heuer wieder so wie schon in den letzten Jahren. Alleine und in Ruhe gelassen vor meinem Fernseher mit dem halloweenigsten aller Halloween-Spiele in meiner Konsole. Nein, nicht mit einem Horrorschocker à la Amnesia oder einem psychologischen Albtraum wie Silent Hill, sondern einem Titel, der die generelle Stimmung von Halloween am besten vertritt. Splatterhouse. Und nein, damit meine ich nicht das 1988er Original von Namco, das damals aufgrund angeblich extremer Gewaltdarstellung für ordentliche Skandale sorgte, sondern das 2010 erschienene Remake für PS3 und Xbox 360. Und ja, bevor ich hier für meinen schlechten Geschmack verachtet werde, natürlich ist es mir bewusst, dass Splatterhouse kein gutes Spiel ist. Mehr als das, eigentlich könnte man den Action-Titel sogar als schlecht, maximal mittelmäßig bezeichnen. 5 von 10 Punkten, vielleicht maximal 6, aber da Wertungssysteme ja sowieso komplett überschätzt sind, spielt das auch keine Rolle, denn Splatterhouse passt zu Halloween wie die Hipsterbrille auf Dr. Gordon Freemans Nase.
Dabei kann man Splatterhouse richtig schön mit einer typischen Halloween-Party vergleichen. Man bemerkt, dass sich hier jemand Mühe gemacht hat, trotzdem schaut alles ein bisschen schlecht und billig aus. Es ist irgendwie kalt, die Gesprächspartner gefallen einem nicht so wirklich und so richtig Spaß macht das Ganze erst, wenn man betrunken ist. Bis dahin ist man in einer Abwärtsspirale aus Monotonie und Ermüdung gefangen. Aber fängt das Spiel dann einmal an Spaß zu machen? Ja, dann macht es richtig Spaß. Als der nerdige Ricky wird man dabei in Splatterhouse das Opfer einer Reihe von unglücklichen Begebenheiten und muss seine Freundin Jennifer aus den Klauen des bösen Nekrobiologen Dr. West befreien. Erschwert und gleichzeitig erleichtert wird das Ganze dabei, indem man von der sogenannten Terrormaske überwältigt wird, die in Ricky eine Art Dr. Jekyll Mr. Hyde Transformation auslöst. Dadurch wird man irgendwie fast unsterblich. Nicht ganz, aber im Kampf abgetrennte Gliedmaßen zumindest wachsen aber zum Beispiel einfach nach und können daneben auch als Hiebwaffen benutzt werden. Daneben findet man noch Scharen von immer irgendwie gleichen gegnerischen Monstern, einen Trash-Metal-Soundtrack der Superlative und ab und zu auch noch das eine oder andere suggestive Foto von Rickys entführter Freundin. Und ja, das macht das Spiel alles eigentlich nur schlechter. Aber dennoch, Halloween ist ja auch irgendwie überhaupt der Kitsch, dessen Spaß sich erst so richtig entfaltet, wenn man sich so wirklich darauf einlässt. Und genau das macht Splatterhouse zu meiner Empfehlung für ein richtiges Halloweeniges Halloween-Spiel. Aber das ist auch nur meine Meinung.